der Gesellschaft für Andersartigkeit. Ich bedanke mich bei der Rosa-Luxemburg-Institut für die Einladung. Etwas, das wir tun müssen, wenn wir versuchen zu verstehen, wie ein Thema, das wir glauben, dass wir beherrschen, wir müssen es in einem historischen Kontext einstellen. Und das bedeutet, wie muss man oder soll man dieses Problem in eine Zukunft projizieren und es dort in einer Zukunftsvision darstellen? Wo müssen wir uns fokussieren? Was können wir auseinanderlassen oder beiseite lassen? Wenn ich also vom Allgemeinen ins Einzelne gehe, möchte ich die folgende Einleitung machen. Erstens, die ökumenische Unstabilität. Es gibt das geopolitische Chaos, das existiert, und das ist ein geopolitisches Chaos der asiatischen, wo die Asien sich befindet, und das ist nicht nur der Teil Indiens, sondern auch der Mittelosten, aber auch die Unstabilität und die schlechte Lage des schwarzen Afrikas, ist es nicht klar, dass es in der unmittelbaren historischen Nähe einen Stopp geben wird in diesem Migrantenfluss. Zweitens ist die geografische Position Griechenlands, wenn wir schon von Griechenland sprechen, wenn wir diese Flüsse sehen. Griechenland wird immer diese Rolle spielen. Sie wird immer eine Transitrolle spielen oder übernehmen müssen. Ob das jetzt ihr Endziel ist oder nicht, ist in dem Zusammenhang egal. Dritter Aspekt ist die europäische Migrationspolitik. Diese Politik der Europäischen Union, von der einen Seite muss sie anerkennen und sie anerkennen, dass wir dieses Arbeitspotenzial brauchen, auch als einen Ersatz im Rahmen eines Kontinents, das immer altert. Aber auf der anderen Seite würde sie sehr gerne sehen, dass Griechenland also diesen Fluss in ihren eigenen Grenzen behandelt. So mit Geldern, die sie Griechenland gibt oder die sie Griechenland fließen lässt, hilft oder möchte, dass hier eine erste Station sich errichtet, eine Station am äußersten Rand Europas, ohne sich daran zu interessieren oder sonderlich zu interessieren, ob diese Station wirklich ein menschengerechtes Krankenhaus hat für alle diese Leute, die diese Station wahrnehmen müssen. Und dieses Krankenhaus muss natürlich der Norden bezahlen. Das heißt, diese Migrationspolitik hat einen großen Teil von politischer Hypokrisie. Dann die griechische Migrationspolitik. Eine Migrationspolitik, und das ist meine Position diesbezüglich, wir zeigen degenerative Merkmale. Und das ist nicht sehr weit weg von dem, ich als nicht nur als degenerativ oder als auch Loose Model betrachten würde. Die klassische linke Position, mindestens in Griechenland, basiert auf eine komische Hierarchisierung. Einerseits gibt es einen Kampf, einen verbalen Kampf, und man versucht so die internationalen Zusammenstellungen so in Frage zu stellen. Diejenigen von uns, die in der Universität, in einer griechischen Universität hier waren, wir wissen alle, dass die griechische Linke sich jedes Mal mobilisiert, jedes Mal, wenn eine Ungerechtigkeit irgendwann auf der Welt stattfindet, und man sagt immer wieder und unterstreicht immer wieder, was der amerikanische Kapitalismus alles sozusagen zutage fördert. Okay, aber dieser Kampf, obwohl er ein guter Kampf ist oder sein könnte, hat ein Problem. Und das Problem ist, er wendet sich gegenüber etwas, das er, weil es enorm groß ist. Es ist sehr schwer, es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer, es zu ändern.
Das politisch Schwierige aber ist auf der anderen Seite, rhetorische einfach zu bewerkstelligen. Es ist klar und eindeutig, für die, warum haben wir jetzt Migration? Weil wir die imperialistischen Positionen haben und weil wir Arbeitskräfte brauchen. Und das kreiert diese Probleme. Das ist ja einfach zu sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man politisch agiert. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr schwer, das zu ändern. Auch minimal zu ändern. Auf der anderen Seite ist es sehr einfach, im Rahmen der Selbstverständlichkeit und des Banalen, sich immer dagegen verbal zu wenden. Also die Linke, in dem Moment, so sie von dem Allgemeinen ins Kleinere, also vom Allgemeinen ins Nationale, also von Universal ins Nationale, zeigt sie eine myopische Einstellung. Was das Große betrifft, kämpft sie. Was das Kleine, das Alltägliche, das schiebt sie immer weiter zurück. Sie hat wirklich kein Interesse gehabt, so lange Jahre, wirklich eine Ersatzmöglichkeit oder einen Vorschlag, was die Migrationswelle betrifft. Besonders jetzt, hier und jetzt, wo tatsächlich die Linke mehr oder weniger unter Umständen in Griechenland Regierung werden wird. Und da muss sie auch dieses Problem wahrnehmen. Syriza zum Beispiel hat gesagt, ich werde legal alle Papiere allen Migranten geben, ihre Papiere geben, damit sie die anderen Länder Europas erreichen. Das ist eine Non-Strategie, es ist eine Nicht-Strategie. Die Schwierigkeit oder kann man jetzt zurückführen auf sehr viele jetzt Gründe, das ist aber nicht unser Interesse hier und jetzt, aber das hat etwas zu tun mit allgemeinen Politiken und diese allgemeinen Politiken sind nicht wirklich Teil der Politik der tatsächlichen Linken. Eine Linke in Griechenland, die immer dachte, was muss ich tun? Ich muss umstülpen, umwerfen. Man muss nicht vergessen, dass die griechische Geschichte mindestens hat immer wieder nur das gemacht. Sie wollte als Linke immer wieder eine Regierung umwerfen. Der Rest sollte dann kommen. Jetzt komme ich auf das Migrationsproblem jenseits des Regierungsblocks. Hier haben wir ein pathogenes Problem, würde ich sagen. Und das ist ein Problem, das wird immer größer, immer, wenn wir die strukturelle Krise sehen dieser Gesellschaft. Die erste Position, die es gibt, ist Europa. Sollte man sehen oder muss man sehen, Europa als ein geografisches, rigides Komplex, das sich nicht bewegt, das ist eigentlich immer nur im neoliberalen Kontext zu sehen oder zu verstehen ist. Das ist ein Zugriff auf Europa, der sagt, Europa. Wenn es Europa ist, dann ist es gut. Aber als ob, würde man sagen, Europa nicht ein politisches, sondern ein physikalisches Objekt ist, das man nicht ändern kann. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt eine katastrophale Rhetorik über innere Änderungen und das eine und das andere und das wird immer wieder von Europa über die Troika hier kommen, wobei die Änderungen der Kräfte innerhalb von Europas wird eigentlich als nicht erreichbar angesehen. Europa ist im besten Fall unbewegbar und wir müssen sie erreichen. Wenn ich ein Bild jetzt gebrauchen soll. Das Migrationsproblem hat aber ein großes, anderes Problem, wo dieses Schema genau ganz anders angewandt werden kann oder sollte. Das Migrationsproblem in Griechenland ist, dass vom Anfang an war es ein Problem, und ich meine jetzt für 20, 22 Jahre her, in Griechenland am Ende des Kalten Krieges hatten wir eine neoliberale Politik, die verfolgt wurde, die, zeigte, was passieren muss in einem neoliberalen Land des Südens. Was im Süden Europas, insbesondere in Griechenland, als Politik eingeführt wurde seit den 90er Jahren, ist etwas, das jetzt wirklich umgesetzt wird, auch was die eigenen Bürger des Landes betrifft. Das Land, der Staat, müsste man sagen, Entschuldigung, für 10 Jahre war es nicht existent und der Markt, nicht die internationalen Märkte, nein, der Markt, der Arbeitsmarkt Griechenlands und so oft der schwarze Markt, hat alles geregelt.
Alles, genauso wie ein Jahrhundert zurück, es passierte auf den südlichen Staaten, im Rahmen der südlichen Staaten der USA. Das absolute neoliberale griechische Experiment stolperte. Und stolperte, aus, weil es innere und äußere Schwierigkeiten hatte. Erstens, weil die internationale Regeln nach dem 11. September mindestens nicht mehr zu koordinieren waren. Und da kamen neue Wellen der Migration aus Asien. Und tatsächlich hatten wir auch die Krise, die dann kam. Und die Krise nicht 2009 oder 2010, nein, aber die Krise kam schon im Herbst 2004, als wir zum ersten Mal aufwachten und wir die Olympischen Spiele hinter uns hatten. Ich spreche über ein Bankrott der griechischen Migrationspolitik, weil wir hatten nicht die Chance oder nicht die Möglichkeit, horizontal, aber auch vertikal zu agieren politisch, um zu sagen, was für Bedürfnisse wir haben, was für Bedürfnisse der Markt hat und was muss und wie muss man agieren. Und das Ergebnis war, dass wir jetzt physisch nicht intervenieren konnten, strukturell intervenieren können. Jetzt gibt es keine Arbeitserlaubnis und so weiter, also diese einzelnen jetzt Parameter. Im selben Moment also, wo auch der Arbeitsmarkt zusammenfällt, weil das ist das Problem, das wir jetzt heute haben. Wir sehen den Bankrott. Es ist ein Bankrott politischer Struktur, es ist der Verwaltungsstruktur und auch menschlicher Bankrott. Griechenland nach 1947 zum ersten Mal schickt sie Migranten nach anderen Ländern. Sie müssen nicht vergessen, wir hatten dass wir Probleme haben, weil wir diesen Afghanen hatten, der von Belgien zurück nach Griechenland geschickt wurde. Und die Möglichkeit, die wir haben, die griechische Verwaltung, diese Situation Herr zu werden, wird unterlaufen von anderen Teilen dieser Verwaltung und sehe auch die Justiz und die Rechtsprechung. Das bedeutet, dass wir jetzt zwei Messages haben. Ich meine nicht, dass meine wirklich das bewusst hervorgebracht haben, wobei ich auch nicht so ganz unsicher bin. Aber das eine geht nach Norden und eines geht nach Süden. Die erste Message geht zu den Migranten und denen, die vielleicht migrieren wollten. Das ist ja einfach. Und da sagt die griechische Polizei und die griechische Regierung, die sagen ganz einfach, komm nicht nach Griechenland, die Situation ist unmöglich und damit du keine Zweifel hast, ich möchte die Situation noch schlimmer machen, damit du überhaupt nicht glaubst, dass es eine Chance gibt, hier zu übersiedeln. Das wird teilweise transportiert als Message, weil das Land ist kein Arbeitsmarkt, hier kann man nicht mehr arbeiten, keine Arbeit finden. Aber gleichzeitig wird es nicht so weit wahrgenommen, wie man denkt, weil hier ist es vielleicht die Hölle, aber es ist nicht so Hölle, wie die Hölle, die die Leute in ihrem eigenen Land erfahren. Und die zweite Message nach Norden jetzt, zu den restlichen Ländern, die tatsächlich die Länder sind, die Leute erreichen wollen, ist genauso zynisch und wendet sich gegen die europäische Hypokrisie und sagt, sie lassen uns alleine und wir müssen dieses Problem bewältigen, das nicht unser Problem ist, sondern eures. Sie geben uns Gelder, um diese Strukturen aufrechtzuerhalten, aber sie geben uns nicht ein Teil, dass sie bereit sind, ein Teil dieses Problems aufrechtzuerhalten. Also wir machen auch gar nichts. Wir machen gar nichts, um uns zu verbessern, weil wenn wir besser werden, dann sowohl die Armen sagen, hier können sie noch besser leben, als was sie tun, als sie kommen, und sie haben noch die Message erreicht, und wir sind in der Leine sein, diese Art der Bufferzone zu spielen, wo wir zwar zusammenfallen, aber wir können diese Hunderttausende von Migranten hier bei uns zu behalten.
Beide Messages kommen zusammen in eine Strategie, die nicht gesagt wird, die nicht verbalisiert wird, aber das wird durchgeführt. Umso schlimmer, desto besser. Diese nicht verbalisierte Strategie, obwohl sie eigentlich sehr zynisch ist und unmenschlich, hat auch ein Ergebnis. Und man kann sagen und man kann unterstützen, dass die bis zum gewissen Grad ihr Ziel erreicht. Das scheint mindestens die Verwaltung zu glauben, weil keine aus den Ausnahmen, die ich sagte, zeigt, dass sich irgendetwas verbessert. Ich aber glaube, dass diese Position ist unmenschlich, die ist gefährlich und im Endeffekt ist sie nicht überzeugend. Oder ich würde eher sagen, es gibt eine noch überzeugendere Position. Sie ist unmenschlich, weil die Menschen wirklich unmenschlich behandelt werden. Sie ist gefährlich, weil Neonazismus kann jetzt auf sich erholen. Und schließlich ist sie nicht glaubwürdig, weil von dem Endergebnis, das sie hat, das Ohr ist nicht ein Ohr, das die Leute stellen, das sich positiv diesen Positionen gegenüber neigt. Wenn wir jetzt nicht anfangen, systematisch zu identifizieren, wer das ist, der als Migrant hier auftaucht, der ohne Papiere hier auftaucht, erstens, dann, werden wir nicht wissen, wovon wir reden, können wir nicht praktisch und wirklich glaubwürdig intervenieren und wir können von niemandem verlangen, unseres Problem mitzuteilen. Wir müssen diese Leute aufschreiben. Haben wir nicht einmal die Hoffnung, dass wir diese Leute in irgendeiner Form zurückschicken können zu ihren Ländern? Und wir können nur jetzt im Rahmen der jede neue Regierung wird immer sagen: Jetzt werde ich die Leute etwas tun. Ich werde die Leute zusammenfassen oder auseinander treiben oder was auch immer. Und wenn das irgendwann mal nicht, dass wir am Anfang passiert was und dann haben wir den Alltag, den wir kennen und dann werden wir nur die Situation, die wir schon kennen, noch mehr vergiften. Auf diesen Trümmern müssen wir eine neue Politik kreieren, eine realistische, eine menschenwürdige und wir müssen sie gegen den Faschismus ein Wall aufheben und dann können wir wirklich eine europäische, wirkliche Diskussion dürfen, wo wir diese Leute wirklich regal aufteilen. Das ist sehr schwer für uns alle, ja, aber das, was jetzt passiert, ist etwas, das bei Weitem viel komplizierter ist und unangenehm.